Tag auch, Kumpel. Willkommen in unserem Bergwerk. Ich bin Dieter, arbeite schon seit über 40 Jahren unter Tage und stehe dir für die Allianz heute hier mal beiseite. Wir befinden uns jetzt gerade auf dem Weg in die Tiefe. Da wollen wir heute was über das Thema Finanzen reden. Denn was du hier lernen kannst, das ist eins. Wie du mit Kohle Kohle machst. Was ich aus eigener Erfahrung weiß, ist, dass wenn du eine Kohle liegen lässt, dann ist sie weg. Und zwar schneller, als du schauen kannst. Jetzt ist aber der Strom ausgegangen. Das kann ja schon mal passieren. Also, jetzt nimmst du halt dein Lämpchen in die Hand, denn da unten ist es etwas dunkel und staubig. Mach dich besser auf und guck, dass du die Kohle mehr werden lässt. Glück auf. Hier lernst du die verschiedenen Anlageformen wie Aktienfonds, Immobilienfonds, Tagesgeld und Anleihe kennen. Und dann kannst du ausprobieren, welche Anlageform am besten zu dir passt. Für diesen Raum musst du zuerst dein Wägelchen mit der Kohle an der Wand füllen. In diesem Stollen hast du da Zeien. Alles, was irgendwie Kohle abwirft, ist ein Kapitalertrag. Hier zeige ich dir, wie du mit deinem eigenen Stollen alles an Kapital erwirtschaften kannst und erkläre dir Begriffe wie Aktie, Dividende und Kursgewinnverhältnis. Tachchen, Walter, willkommen bei deinem eigenen Stollen. Walter Kohle, mit Kohle Kohle machen, Hammerspruch, du Flitzpiepe. Du befindest dich gerade noch im Vorraum, deswegen guck erst mal, wie du in deinen Stollen gelangst. Richtig baff, was du in den letzten 10 Jahren alles aufgebaut hast. Jetzt geht's aber darum, dass du deinen Schuppen hier noch mal ein bisschen erweiterst. Wie du erkennen kannst, hast du aber nicht genug Geld dafür. Jetzt gibt es verschiedene Möglichkeiten, dir das nötige Kapital zu beschaffen. Hier wandelst du dein Unternehmen in eine Aktiengesellschaft um. Das bietet dir die Möglichkeit, durch Aktienverkäufe Kapital zu beschaffen. Es ist aber hierbei so, dass du Unternehmensanteile an Aktionäre verteilst und dein Stollen dir nicht mehr ganz alleine gehört.
super Entscheidung, dein Unternehmen in eine Aktiengesellschaft umzuwandeln. Du musst dir aber auch bewusst sein, dass das Ganze auch gefährlich ist, da du jetzt Anleger hast, denen du versprochen hast, dass alles das hier auch gut geht und dass du deinen Stollen vor dem Zusammenbruch retten kannst. Deswegen nimm lieber Abstand, wenn du jetzt die Wand sprengst, Kumpel. So, jetzt hast du ja schon mitbekommen, dass du Leute hast, die auf dich setzen. Es ist aber nicht immer so, dass das Ganze immer in deinen eigenen Händen liegt. Hier kannst du jetzt erfahren, welche Einflussfaktoren deinen Aktienkurs beeinflussen können. Jetzt schaust du mal, welche Einflussfaktoren in deinen Händen liegen und für was du nichts kannst. Im Großen und Ganzen hast du das ja schon alles ganz richtig gemacht. Es sind nur zwei kleine Fehler, die dir unterlaufen sind. Wenn es darum geht, dass Stellen gestrichen werden, dann gehört das zum Unternehmensrisiko, da es etwas ist, was du selbst beeinflussen kannst. Genau andersherum ist es bei den Gerüchten. Gerüchte sind immer extern, soweit du sie nicht selbst in die Welt gesetzt hast. Und ich glaube, wir wissen beide, dass du das nicht machen würdest und somit dein Unternehmen schaden würdest. Hier siehst du den Aktienkurs deiner Firma des vergangenen Jahres. Ja du, hier hat RWE ganz schön Scheiße gebaut. Das war nämlich so, dass die ganzen Wälder roden wollten, um da mehr Braunkohle zu produzieren, aber das fanden die Umweltschützer natürlich weniger lustig.
Dann hat sich auch noch die Politik in der Dianze eingeschaltet. Und wenn die anfängt, sich einzumischen, dann bringt die meist Gesetze mit sich und die betreffen dann gleich die ganze Branche. Und zack, ist hier dein Aktienkurs in die Tiefe gerutscht. Kacke, wa? Diese drei Symbole bestimmen jetzt deine Zukunft. Entscheide dich für eins von ihnen und schau dir an, wie sich deine Entscheidung auf den Aktienkurs auswirkt. Du musst eine große Fläche Wald abholzen, um deinen Kohleabbau auszuweiten, aber da sind nicht alle damit einverstanden. Hier ist das so, dass du in eine neue Maschine investierst. Die werden dir dabei helfen, dass du noch mehr Kohle in noch weniger Zeit abbauen kannst. Das wird natürlich auch dafür sorgen, dass du mehr Umsatz machst. Ja, Jungchen, du bist ein ziemlich pfiffiges Kerlchen. Deswegen hast du ja auch gesagt, ist ja schön und gut, in Maschinen zu investieren, aber was helfen die mir, wenn der Kohleabbau in ein paar Jahrzehnten eh nicht mehr existieren wird? Deswegen sagst du, investierst lieber in Forschung und schaust, dass es dein Unternehmen auch in Zukunft noch geben wird. Du musst aufpassen, dass du auch das Richtige machst, Jungchen. Du musst immer so positiv wie möglich handeln. Erinnere dich daran, dass du den Aktionären damals versprochen hast, dass dein Aktienkurs steigen wird. Außerdem hat deine Entscheidung auch Einfluss darauf, wie die Grundstimmung bei der Jahreshauptversammlung sein wird. Und jetzt bin ich gespannt, für was du dich entscheidest. Die Aktionäre wollen natürlich auch ein wenig Geld zurückkriegen jedes Jahr, dafür, dass sie an dich glauben, investieren, dich stützen und Teilinhaber deiner Firma sind. Und dieser Betrag, der ausgezahlt wird, das nennt man Dividende. Für potenzielle Aktionäre wirkt es sich positiv aus, wenn ein Unternehmen eine hohe Dividende bezahlt. Gleichzeitig sagt diese nicht aus, wie gut es deiner Firma wirklich geht. Manche Firmen geht es prächtig und die zahlen keine Dividende. Einer Firma, da geht es schlecht. Die zahlt unter anderem sehr viel aus, weil sie ihre Aktionäre nicht verärgern will und hofft, dass sie mit einer hohen Dividende manche Aktionäre noch bei Laune hält. Jetzt musst du aber erstmal selbst schauen, wie viel du deinen Aktionären auszahlen willst. Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Ich befinde mich heute hier vor Walters Kohlebau und habe mich unter anderem mit ein paar Aktionären unterhalten und gefragt, was Sie denn meinen zu dem Dividendenvorschlag des Geschäftsführers, Herr Walter. Rechts neben mir habe ich jetzt unter anderem Frau Schoch stehen. Schönen guten Abend, Frau Schoch. Was sagen Sie dazu? Guten Abend. Ich finde es gut, was Herr Walter entschieden hat. Ich finde es gut, dass er in die Zukunft investieren möchte, weil noch geht es dem Kohlebau prächtig, aber wer weiß, was in ein paar Jahren ist. Klare Meinung. Herr Weckert, welche Meinung sind Sie? Also ich muss sagen, Zukunft hin oder her, ein paar Dividenden wären schon mal ganz nett, wenn die ausgezahlt werden würden. Ja, natürlich auch verständlich. Frau Siebert, sind Sie der gleichen Meinung? Ja, ich finde es auch super, in die Zukunft zu investieren. Denke mal daran, wie es dir in Zukunft gehen wird. Da reicht auch eine kleine Dividende. Perfekt. Ich bedanke mich bei den Aktionären. So, das hast du super gemacht. Waren ja auch viele mit deiner Entscheidung einverstanden, aber es gab ja auch ein paar, die lieber eine höhere Dividende gesehen hätten. Um zu sehen, wo deine Dividende im Vergleich zu deinen Mitbewerbern steht, gibt es die Dividendenrendite. Hierfür wird einfach die Dividende je Aktie mit 100 multipliziert und anschließend durch den Aktienkurs dividiert. Und was dabei rauskommt, ist eine Prozentzahl, die den Leuten zeigt, wie viel Prozent des Aktienwertes an Dividende ausgezahlt wurde. Hier gibt es noch eine weitere Kennzahl zur Beurteilung von Aktien, nämlich das Kurs-Gewinn-Verhältnis, abgekürzt mit KGV.
Es bezeichnet die Relation zwischen dem aktuellen Kurs der Aktie und dem Jahresgewinn pro Aktie. Dabei wird der aktuelle Aktienkurs durch den Jahresgewinn je Aktie geteilt. Das KGV gibt also an, mit dem Wievielfachen des auf sie entfallenden Gewinns eine Aktie aktuell bewertet wird. Anders ausgedrückt bezeichnet es die Anzahl der Jahre, in denen die Gesellschaft bei konstanten Gewinnen ihren Börsenwert verdient hätte. Mit dieser einfachen Formel können verlässliche Aussagen über Gewinne vergangener Perioden gemacht werden. Für die Zukunft ist es jedoch eine wenig aussagekräftige Formel, da Gewinne aufgrund von besonderen Bedingungen kurzfristig sehr stark schwanken können. Wie hoch ist denn das KGV deiner Aktie? Aha, in 2 Jahren hätten deine Aktionäre ihre Investition wieder in der Tasche. Ich gebe dir nochmal dieses wichtige Papierchen an die Hand. Da kannst du dich mit den Konkurrenten deiner Branche vergleichen. Bevor ein Aktionär deine Aktie kauft, muss er sich umfangreich informieren. Da reicht es nicht nur, wenn er die gerade genannten Kennzahlen vergleicht, er muss sich auch mit deiner Branche auskennen und wissen, was in der Welt gerade sonst so abgeht. Jetzt geht es deiner Firma ja soweit ganz gut, deswegen schauen wir uns mal an, wie es mit deinen privaten Kohlen so aussieht. Hier lernst du die verschiedenen Anlageformen wie Aktie, Aktienfonds, Immobilienfonds, Tagesgeld und Anleihe kennen und dann kannst du ausprobieren, welche Anlageform am besten zu dir passt. Für diesen Raum musst du zuerst dein Wägelchen mit der Kohle an der Wand füllen. Hier befinden wir uns im neuen Teil des Bergwerks. Diese Stollen, die sind für die Zukunft gegraben. Hier kannst du schauen, was mit deiner Kohle in Zukunft passieren kann. Bei diesem Anlageweg steht dir der Firmenwagen von RWE zur Verfügung. Ich habe keine Ahnung, wie die Fahrt verlaufen wird. Sie kann in Sekunden bergauf gehen, genauso schnell kann sie wieder in die Tiefe gehen. Aber vorhersagen, das kann dir keiner. Da kann eine wilde Fahrt auf dich zukommen, deswegen schnall dich gut an. Dass du eine Vorstellung dafür bekommst, so ist die Fahrt im letzten Jahr verlaufen. Bei diesem Aktienfonds stehen dir mehrere Wegen unterschiedlicher Branchen aus verschiedenen Ländern zur Verfügung. Das minimiert somit das Risiko, dass deine Bahn komplett von der Schiene fällt und du somit eine Menge Kohle verlierst. Denn sobald dein Wagen am Kippen ist oder sobald er sogar umstürzt, kann deine Bank trotzdem ungehindert weiterfahren. Ein Lokführer unterstützt dich bei dieser Fahrt und ist dein persönlicher Manager.
Noch ein kurzer Hinweis. Wird dir die Fahrt zu wild, kannst du jederzeit den Stopp-Button drücken, deine Aktien verkaufen oder sogar zukaufen. So, nun halte ich mal gut fest. Los geht's! Das hast du super gemacht. Dein Kapital ist um 5,72 Euro gestiegen. Jetzt kannst du ja mal überlegen, ob du mal in etwas anderes investierst. Es gibt ja noch ein paar andere Anlagenformen, in die man seine Kohle stecken kann. So, Walter, das war's für heute. Ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen was erzählen über das Thema Finanzen. Und du hast was gelernt bei mir hier unten. Der Beruf als Minenarbeiter ist hart und gefährlich und verlangt einiges ein bisschen von dir ab. Ganz genau wie beim Thema Kohle. Also ich meine natürlich das Geld damit. Aber am besten machen wir uns jetzt wieder auf den Weg nach oben, denn für heute ist Schluss.